Liebe Schnittchen, hallo und herzlich willkommen zu einem Orakel von Jay und mir. Wir orakeln heute das Champions League-Spiel von dem besten Verein der Welt. Borussia Dortmund gegen Benfica Lissabon. Ich darf mit Dortmund spielen. Joker ich gezogen. Darf Benfica logischerweise nehmen, weil das ja das Rückspiel ist. Okay, es geht los. Wir. Oh Gott. Was ist los? Wir. Also. Wir haben was für euch. Und das wird euch jetzt der Jonathan erklären. Ja, also, ich sag mal so: Konami ist. Wir haben jetzt ja in letzter Zeit ein bisschen was mit Konami gemacht und so weiter. Und Konami ist jetzt nochmal auf uns zugegangen und hat gesagt: Wir haben ein geiles Gewinnspiel für euch. Ja, ihr könnt zwei Karten verlosen für das Rückspiel Dortmund gegen Benfica. Und was soll er dafür machen? Orakeln das Spiel. Genau. Und genau das tun wir halt jetzt. Und das ist halt eine super geile Sache, die wir halt den Zuschauern quasi geben können. Oh, das war schade, das war ein schöner Spielzug. Nee. Ja, das ist halt einfach schon mega geil. Weißt du, Christian hat sich jetzt sein Dortmund-Trikot angezogen. Ich würde es natürlich auch gerne anziehen, aber ich will jetzt, ich sag mal so, ne, ich muss ja halbwegs neutral bleiben. Dembele! Der war schon nicht so schlecht. Im Kopf vor allen Dingen, ey. Er hat letztens auch ein Kopfballtor gemacht. Das stimmt. Also, wie viele Karten haben wir denn, lieber Jonathan? Wir haben zwei Karten. Dabei sind übrigens auch noch dann Sebastian, Christian und meine Wenigkeit. Also ihr trefft dann uns quasi auch noch zu dritt in der Loge. Ja, echt? Ja, ne? ihr beide kommt auch, ich dachte, ich gehe dahin. Lassen wir uns doch nicht entgehen, ja. Achso, ich bin gerade am Abstoßen. Ja, ich bin sehr gespannt. Es steht ja momentan nice, 0-1 für Benfica. Ja, es war ein, sagen könnte wir mal, halt wieder mal spannend werden. Anstrengendes Spiel. Shit, ja. Ich hoffe aber Gutes, weil ne, Dortmund ist ja in dieser Saison sehr heimstark. Komm, ja, die letzten Sportspiele, die ich gesehen habe, waren halt alle. Naja, nicht so. Boah, du hast fast meinen Torwart weggegrätscht. Kann man. Muss halt auch ein bisschen Risiko gehen, ja? Ja, nimm die Schmelzer mit. Nein, nein, Marcel, was tust du? So, jetzt konter den. Alter. Nein! So, weit den Ball vorlegen. Scheiße. Boah, da zeigt er an. Och, Ober, du bist doch schneller. Das war sehr schön. Phaser, Pizzi, jawoll. Weißt du, ich kenn Mitroglou. Der war nicht schlecht. Ja, genauso wird er nämlich wieder laufen. Oh Gott, du wirst. Man wird wissen, okay, die müssen ein Tor schießen, keins rein. Eigentlich finde ich, muss Dortmund. Dortmund muss, glaube ich, zwei. Nee, warte mal. Wenn sie 2-1 gewinnen, ist auch Feierabend, ne? Ja, klar. Ja, wenn sie, also 2-0 also wäre schon ganz geil. Ich gehe davon aus, dass Dortmund 3 Tore schießen muss. Also nee, mein persönlicher Tipp ist, also, ja, ist 3-0. 3-0. Weil ich befürchte, es gibt ein Gegentor. Und dann wird wieder dieses, oh, jetzt müssen wir schnell machen, weil wir plötzlich merken, dass wir... Ja, das ist ja dann ganz grausam, wenn er natürlich Benfica super langsam macht. Aber oh, ist gut, nein! Dortmund passieren. Du drückst ein bisschen da. Hast schon ein paar gute Chancen gehabt. I not like this. So, Mitroglou kenne ich. Der hat aber auch das Tor geschossen. Ja, hier, oh, nicht den Ball annehmen. Nein! Hier so Louis Zhao oder so kennt man ja auch. Den habe ich, glaube ich, bei... Das heißt ja jeder dritte Brasilianer. Ja, genau. Dieser Brasilianer, dieser Ronaldo, oh, den kenne ich auch. Der spielt bei Real, ne? Oh, scheiße. Netter Versuch, aber mehr war halt auch einfach nicht drin. Bin mal gespannt. Oh, der war schön. Wollte eigentlich einen Doppelpass machen, hab dafür auch ein Achievement gekriegt, aber war schlecht gepasst einfach. Nein! Hättest du ja nicht entscheiden, was du machen sollst. Jetzt geh doch mal drauf, Leute. Oh! Dicke Torchance. Da hat er mal einen fliegen lassen, ey. Scheiße. BVB! Oh ja, da freue ich mich wieder drauf. Oh ja. Also letztes Mal das Five-Konzert, als Sokrates wegen Meckerns vom Platz geflogen ist. Boah, das war auch, das dachte ich mir auch, ey, ihr wart ja bei dem Hertha-Spiel. Aber es war berechtigt. Also es war auf jeden Fall berechtigt. Ja, das ist total dumm, was der gemacht hat.
Aber trotzdem, dieses Five-Konzert danach, weißt du, musst du die Ohren zuhalten, weil es so laut ist. Das ist schon geil. Scheiße. Das Blöde ist, ich habe da mal nachgefragt, bei Social Media, aber ich kann es immer noch nicht. Es geht einfach. Alter, was war das denn? Ich habe versucht, mit zwei Fingern im Mund zu pfeifen, aber irgendwie. Holy shit! Da kommt nicht viel bei raus. Das hört sich richtig geil an. Nein, nein, nein. Nee, den verliert er an. Oh, ey. Ich krieg den Ball hier gerade nicht. Schöne. Jetzt habe ich ja gelesen, dass der Götze für längere Zeit ausfällt. Der tut mir echt leid, der Junge. Ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Stärker denn je. Der schlecht wird nicht. Oh nein, 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 nein. Yes! Oh, da habe ich gleich mal gegen das Mikro gehauen. Jawohl! Marco Reus mit dem Kopfballtor ja, von Marco. Klar. Als ob. Guck mal, was er noch für Dance da macht. Woo! Jetzt steht's unentschieden. Scheiße. Ich will ja trotzdem gewinnen, ne? Also ich will ja da ehrgeizig, ja. Ich muss ja orakelt werden. Frage ist halt nur, wenn es jetzt 1-0 am Ende stehen sollte, müssen wir mal gucken, ob wir dann sowas wie Verlängerung oder so machen. Ja, das ist halt das Problem. Das geht jetzt. Das kriegst du ja da nicht hin. Das kannst du, glaube ich, nicht vorher einstellen. Wir orakeln die 90 Minuten. Also, wir orakeln nicht das ganze Spiel. Ja, wir können aber dann auch noch. Wir können ja dann auch noch irgendwie so das kleinste Spiel nochmal einstellen und dann quasi gucken, was dann kommt. Irgendwo hin. Ja. Jetzt muss ich aber. Das wird einfach gar nicht zu einer Verlängerung kommen, weil ich das jetzt vormache. Boah, da laufe ich. Was? Elfmeter! Nee, nee, nee. Hallo? Nee, 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 komm. Du hast mich vom Schießen abgehalten und mich getreten und gefaucht und zerkratzt und so. Der kommt weit nach vorn. Shit, Alter. Das war doch ein Foul. War gespannt, ob der Loder wieder da ist. Achso, nee. Stimmt ja, wo ich ihm zugewunken hab. Ich hab mal beim hier Spiel gegen. Ach, wo war ich? Scheiße, was war das denn jetzt vor kurzem? Also so machte dem Torhüter keine Angst. Ach ja, gegen Leipzig. Da saß ich quasi genau hinter den Sky-Moderatoren. Und hab die ganze Zeit immer. Da kam aber die Expertencam und dann habe ich immer im Hintergrund so schön gewunken. Dann war ich im schönen nice. Sky zu sehen. Wäre eine kleine Fernsehhure. Das hat's mich schon in Galileo gegeben, in Sky hat's mich gegeben. Sky im Hintergrund. Die Karriere geht los, ey. Ja, es geht richtig los. Nee, nee. Oh, Marco, da musst du energischer hin. Ah. So wie der Marcel das macht. Okay, 1-0. Ich wäre ultimativ zufrieden, wenn so tatsächlich die Halbzeit aussehen würde. Dann würde ich einfach beruhigter jetzt in die Currywurst beißen können. Ich glaube, weiß ich nicht. Also Benfica muss auf jeden Fall versuchen, ein Auswärtstor zu schießen. Also, weil ja. dann wird es für Dortmund halt richtig schwer. Ich kann mir nicht vorstellen. Meinst du, die gehen so volle Möhre auf Konter wieder, so hinten einigeln und dann versuchen. Bleibt ihr bei Dortmund das öfteren? Kann passieren. Ich gehe aber mal davon aus, wenn Dortmund einfach die Torschancen, die sie auch in dem Hinspiel hatten, reinmachen würden, ja, dann würde er noch ganz anders. Ja, aber am Wochenende aussehen. Schon wieder Zustände gekriegt. Das ist zwar 3-0 gewesen, aber trotzdem, bei manchen Sachen. Ja. Weißt du, Pfosten wieder in die Mitte, wieder nicht rein und dann, oh, Alter. Ja. Achso, hier, weswegen das, also, ne, normalerweise orakelt man ja vielleicht einen Tag früher oder sowas, aber es liegt halt daran, dass wir das Gewinnspiel haben. Genau. Und das Gewinnspiel wird auch nicht lange laufen, sondern bis Donnerstag, weil bis dahin schon die Namen genannt werden müssten, weil die die Sicherheitskontrollen oder so von der UEFA kommen müssen. Oh, das gut! Schieß! Nein! Das kann nicht sein! Entscheidend gestört von Bürki. Was war das? Wie lange braucht er denn, um den Ball anzunehmen? Ich hab doch. Ich weiß nicht, ob. Siehst du bei mir. Hast du bei mir den Powerschuss schon gesehen? Bei mir war der schon vorher drin. Der war vorher drin. Nein, nein, nein. Ich hab den schon quasi direkt eingestellt, dass der schießen soll. Der sollte der Volley nehmen. Ah, okay. Du hast schon gedrückt, bevor du den Ball hattest. Ja. Na den. Komm. Jawohl. Kopfballduell gewonnen, ey. Also ist okay. Och, da habe ich zu fest gedrückt. Nein! Jetzt komm, wir müssen jetzt ja langsam hier kontern. Oh.
Oh, oh, das war viel zu feste. Weil genau in den Lauf von Schürrle, aber der muss abdrehen. Gib den Ball. Mal Hilfe. Oh, 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 das sind aber ganz gefährliche Bälle hier, ey. Da war nicht gut. Borussia, Borussia, Borussia. Ich hab voll Bock, Mann. Abseits. Oh, ich freue mich da schon so drauf. Ja. Nice. Also, es wäre ganz schön, irgendwie so die ersten 20 Minuten kann man auch schon mal 3 Tore machen. Also, was ihr da, weißt du, ihr könnt ja auch das Spiel sehen, ne? Das ist ja das Beste von allem, aber du hast ja auch noch Dick Catering und alles, ja? Bin mal gespannt, was es da diesmal gibt. Also, man kann sich halt wirklich, wenn ihr ausgelost werdet, ja, esst nicht vorher. Abendessen gibt es im Signal Iduna Park. Es gibt was zu essen. Also, sowas also es gibt 3-mal zu essen. Ziemlich geil, ja, es gibt 3-mal. Das wäre halt, ne? Also, vorm Spiel, ja, dann vorher. Zur Halbzeit und dann nach dem Spiel nochmal. Hey, ich wollte durchlassen! Nein, 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 nein! Ober, schieß! Doch! Nein, nein, nein! Ab in Richtung Tor! Oh, den habe ich mit Schnitt gemacht, aber der war zu. Oh, was mache ich denn? Zu lasch. Lol. Und direkt in die Sturmspitze. So, jetzt Doppelpass! Nee. Durch die Abwehr. Komm, er hat doch aufgepasst. Ach komm, ey, ich komm grad nicht durch! Batra. Ey! Komm gerade nicht hinten raus. Ey! Ey. Ey, was ist das hier für ein Flipper? So, jetzt aber. Nein! Oh! Hey, wenn, oh! Vorschuss. Bei mir wieder nur so ein Geräusch. Hey! Oh! Pizzi, ey! Das ist doch bestimmt Italiener, oder? Muss der Italiener sein. So, jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Gib ihm Roman. Jetzt. Bums! Roman? Ach, der Scheiße. Oh Gott, ich hab grad direkt an Weidenfeller gedacht. Ja, ich muss erstmal reinkommen. Das ist ja beides Romans. Romanse. Er versucht, die Lücke in der Abwehr zu finden. Ah, das war zu feste. Das war zu sehr mit der Brechstange. Ja. Schade. Er hat einen guten Schuss, ey. War eben so aus der Drehung. Zack, zack. Boah, der war aber auch echt geil, hat er sich da freigelaufen. Mhm. Eigentlich 2 Leute überspielt, aber dann zu hektisch abgeschlossen. Mal den 66. Nein. Oh! Weit von hinten nach vorn geschlagen. Oh, da sind viel zu viele, viel zu viele, viel zu frei. Mit dem Ball nach vorne. Leute. Oh! Der war platziert geschossen. Ich komm einfach da nicht ran. Der will auch nicht mal den Ball abtropfen lassen oder sowas. Ach komm. Also, ich spiele Champions League, nicht 2. Liga. Schönen alten Seitendieb als Stuttgart. Was? Und nächstes Jahr den HSV gebracht. Beim HSV wäre nicht schon mehr Tore gefallen. Ja, stimmt. Aber dann liegt aber nur an meinen roten Trikots dann. Oh nein! Da hat er den. Oh no! Nein! Oh, was ist das? Ein Elfmeter? Handspiel? Was? Was? Ich weiß selber nicht, was passiert. Wie geht denn Elfmeter jetzt? Was ist denn jetzt los? Lindelof! Was ist denn da passiert? Ja? Ja, guck mal. Yo, der hat den Ball doch schon längst gespielt. Ja, und du kannst ihn doch trotzdem nicht einfach umtreten. Ja, was heißt denn hier nicht einfach umdrehen? Ach, Julio César, der macht das. Pass auf hier. Der Christian weiß nämlich nicht, wie man schießt. Ich bleib einfach in der Mitte stehen. Guck mal an, Junge. Scheiße, er weiß nicht, wie man schießt. Scheiße. Man kann sich nämlich kurz mal die Hilfe anzeigen. Nein. Ich bin aber auch gesprungen, weil ich mir dachte, du weißt das. Ey, ich bin auch nur in die richtige Ecke gesprungen. Ganz easy. Hat ja, Ober ein Tor gemacht. Ey. Ja, komm, ey, das war komplett lächerlich. Aber der Anlauf ist ja mal heftig. Also, er war sogar gar nicht so schlecht geschossen. War das jetzt echt alles bitter. Oder nichts. Sonst steht 2-0, damit wäre Dortmund durch. Ja, das wäre ja ganz schön sexy, wenn das so wäre. Eigentlich müsste das reichen. Ich will jetzt zu 0 das 2-1 machen. Oh, nein! LOL! Nein! Alter, war der nice. Da was ein Spielzug. Oh, da konntest du gleich sehen, oder? Wie jetzt geil hast du das denn gemacht? Da konntest du gerade sehen, der ist komplett frei, oder? Alter, der war ja komplett geil, der Spielzug. Den hat er auch richtig geil angenommen, aber... Dann hat er das versaut. Aber war der Spieler, war ich nicht. Nee, das warst du.
Sollte ich den irgendwann mal. Soll ich. Oh, oh ja! Oh! Oh nein, renn, du lahme Sohn! Ey, der war dran! Nee, 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 nee. Oh, was macht denn der für ein Cola-Kackchen? Hast du dich in die Ecke, in die Mitte gespielt? Sollte ich irgendwann mal Aubameyang treffen, werde ich ihn fragen, warum der, gegen Lissabon in PES den Ball nicht reingemacht hat. Ja, auf jeden Fall wird es ja. Boah. Ey! Nimm doch den Ball an und pass! Oh. Sie sehen, wie der getrickst hat. Den Ball, ey! Ey. Okay. Geht das schon? Da rechne ich dann auch mit. Sollten die hinten liegen? Vielleicht war ich etwas gefrustet. Werden die Lissaboner gefrustet? Ist nicht veralbern? Ja. Das sehe ich auch so. Nächstes Mal schicke ich dich runter, aber ich gebe dir noch keine Karte. Ey, das war ja wohl ein Mordanschlag von hinten auf Reus. Von hinten? Oder von der Seite? Ja, okay, komm, ich sag mal nur, ich habe ihm das Kreuzband gerissen. Ja. Also hier, die Attentäter von Kim Jong-un hätten das nicht besser machen können. Ach, komm. Das. Nein, nicht in die andere Richtung. Und der war schön. Ach, und dann mache ich so eine Kacke daraus. Boah! Was ist das? War doch Ball gespielt, ey! Komm, jetzt reicht es hier aber! Ich hab gerade Punkte für eine Abseitsfalle bekommen. Wo war denn das für eine Abseitsfalle? Ich hab gerade den nur die Beine weggezogen. Ich hab den Ball gespielt. Ich meine, wenn du drei Spieler umrasierst und zwischendurch noch den Ball triffst, dann war halt auch Ball gespielt. Lindelöf, der sagt mir was. Das ist ein richtig krasses Talent. Lindelöf sagt mir tatsächlich auch was. Innenverteidiger. Richtig, richtig stark. Ah, das war zu fest. Sehr viel Verein umworben. Das war zu fest. So. Brauche ich mehr Gefühl. Im Finger. So, okay, alles klar. So, jetzt aber. Aber Ball aus dem Strafraum draußen halten. Christian, ich will eine Revanche im Stadion. Ich bin hier gerade am Schwimmen. Oh, lass ich doch nicht auf mich sitzen hier. Oh. So, jetzt aber. Ein herrliches Zusammenspiel. Ja? Ein herrliches Zusammenspiel. Ja, der hätte aber drin sein müssen, Jay. Stimmt, Mitroglou war nicht gespielt. Ich bin gerade echt ein Chancen tot. Wo war das denn? Er sagt mir auch was. Hannover? Ich weiß nicht, ob der dann. Boah, der war aber echt knapp. Ich glaube, hat der. Mitroglou hat auf jeden Fall. Meins wäre Hannover gewesen, aber ich würde mich darauf jetzt nicht festlegen. Bitte steinigt mich. Gekas war der andere Grieche. Ich glaube, Mitroglou ist die Grieche, oder? Der andere Grieche, ist ja nicht so der. Ja, der im Sturm gespielt hat. Der hat bei Frankfurt und so gespielt. Da heißt der Theofanis Gekas. Ey, Jungens, das. Lol, du hast den Schuss angetäuscht. Oh, das war schön. Lol, der hat den Ball nicht aufgenommen, weil es. Und ich habe einfach gar kein Glück. Ich komme nicht durch diese Kackabwehr. Das kann echt nicht wahr sein. Jetzt aber. Nee. Jetzt passt doch! Der Julian, der hilft da hinten schon ganz gut. Wenn ich irgendwann mal, falls ich irgendwann mal PES League spielen sollte, ey, da muss ich auch noch ein bisschen üben, wenn ich hier nicht mit Lissabon vorankomme, ey. Kann doch nicht sein. Ey, ja, Lissabon. Jetzt der super frei. Und dann komm ich da einfach mal. Hey, schau. Ja, okay, das war jetzt. Was ist jetzt los? Das war nur der Freistoß. Ich glaube, ich habe die ganze Zeit drauf gehämmert, dass ich die. Oh, ich muss da jetzt ein Tor machen. Ich habe nur eine Richtung. Die würden weiterkommen, wenn ich jetzt ein Tor mache. Ja, aber das nützt der Sieg nichts. Ich komme aber da nicht zu. Es kann echt nicht wahr sein. Hat aber wenigstens auch ein paar Chancen gehabt. Oh, da gibt es noch mal eine. Mit so einem unberechtigten Elfmeter, ey. Unberechtigt. Ja. So, jetzt. Letzte Chance! Nee! Ich darf nicht mehr! Da ist der Schiedsrichter, ich weiß, wo dein Auto steht. Unter der Süd. Ganz souveränes 2:0. Oh, ey. Kacke. Also, wenn das so ausgeht, dann wäre ich komplett hätte schon drin sein müssen. Dann wäre das ein richtig, richtig geiler Abend. Da wäre der schon viel zu frei. Sofern sich auch keiner verletzt. Also, wir orakeln 2:0. Ich tippe trotzdem 3:1. Ja, mein Tipp ist 3:0. Ja, ist klar. Das heißt, ihr müsst nur noch mitmachen beim Gewinnspiel für die zwei Champions League-Karten. Unten in der Videobeschreibung ist der Link. Lissabon. Viel Glück dabei. Macht auf jeden Fall mit. Denn man hört jedes Mal so, ich hätte nicht gedacht, dass ich gewinne. Genau. Also die Chance besteht. Durchaus. Wir sehen uns nächste Woche im Stadion. Ich freue mich drauf. Das wäre geil. Bis dahin. Online. Tschüss.
Tschüss.